Spiel noch nicht vertraut bist, du kannst auch in durch Ravenport machen, um mehr über deine Aufgaben zu erfahren. Okay, ist schon recht. Also, das ist die Karte. Schaut schon schön aus. Multifrucht damit. Ey, diese Kackfarm auf der Konsole, ne? Ich liebe die am PC, aber wir haben direkt Kühe. Ach, das will ich nicht tun. Ich möchte eingeben. Wie nennen wir das? Alpin. Ah. Alpen LS 19 DLC. Nee. Oh. Pflanzenwachstum ja schnell, Pflanzen sterben, ja, Worte an, aus, na hör mal, die haben mir viel verbessert. Unkraut möchte ich eigentlich auch nicht. Also safe schon gar nicht. So, können wir so speichern. Mein lieber Streamer, wann bekommst du denn das neue Headset? Ja, zu Weihnachten. Was haben wir eigentlich für Maschinen jetzt schon? Ich habe, ja, der Elektro-Truck ist drin, der neue Lindner. Oh, das sind geile Sachen. Oh, das ist richtig geil. Oh, da, ja, die Elektro-Ladestation und das neue Farmhaus. Richtig geil. So, wo sind die Maschinen? Hallo, ah, lul. oh ja, das ist mein Lieblingstruck. Der ist nämlich jetzt mit Elektro betrieben. Das ist richtig geil. Wo sind unsere Felder? Da. Ah! Cool. Also mir gehört nur der Fleck da. Rund um den Hof. Und mehr nicht. Ja, Moinsen! Oh, der neue Sound. Oh ja, den spiele ich. Hat der Blink animiert? Oh, das ist so geil. Ich liebe ihn jetzt schon. Den haben wir dann noch. Den Lindner, wie schaut der aus von Ihnen? Ja, ein bisschen besser. Alter, der schaut gut aus. Und der gute Lindner. Und ein alter Rostschüssel. Und das war er schon. Ja, wir sehen hier, wir haben zum ersten Mal keine Mähdresche. Also wir konzentrieren uns anscheinend hier wirklich nur auf das Gras. Wir haben Ballen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich mähen rund um unseren Hof. Das dann schwadern und zur Biogasanlage bringen, wenn ich das Geld dafür habe. Also was ist das da für ein Silo? Ah. Hofsilo. Moin. Aber ich habe hier Wiese. Und wo ist die BGA? BGA. Also hier ist wirklich weit und breit nichts. Die Käserei, die gute Olle. Ah, die Lokalstation. Hä, wo ist da die BG? Aber hinten. Lol. Wie viel kostet die? Ach, 119. Ja gut, dann müssen wir einmal... Hol uns mal das Frontmähwerk. Der kann eigentlich nicht so viel. Der kann. Ey, ich habe halt so lange. Rocket League ist so schlecht. Ich bin irgendwie in jedem Spiel schlecht. Wahrscheinlich hast du etwas zum Gras machen. Ja, weil das hier der Schwerpunkt ist, glaube ich, aber. Geht denn hier um Gras? Der ist in der Map. Der ist richtig geil animiert. Ich sehe es halt so schlecht wegen dem Konsolenbegleiter. Das muss man bitte. Ah, der neue Lindner sieht richtig geil aus. Und es gibt ja jetzt hier auch. Das ist. Ah, das ist jetzt der aus dem DLC. Wie viel kostet der? Ach, 100. Aber Mint ist günstiger.
auch Frontskill-Trolle? Junge, ich nehme doch Trelleborg. Ja, welcher Depp nimmt das nicht? Ach, niemand da so blöd hin. So, ja, dann miete ich mir, Junge. Es geht hier darum, dass ich was zeige. Und da gab's. Ich kann ja den Laden. Oh, der ist sogar. Den kann ich ja mit dem Regelzeiger machen. Den gibt's ja hier. Böttinger. Wie schaut der aus? Oh, im Shop. Möchte ich das sehen, dass ich weiß, wie ich den einschätzen soll? Da Böttinger. Und ganz nach hinten. Das war ja wie ein Pöttinger DLC, wie wir alle wissen. Das war alles eigentlich vom Pöttinger. Die neuen Mähwerke, die sind. Also ich weiß, dass die jetzt so hydraulisch sind. Das können. Was war der? Dann gehen wir hier nochmal auf Wender. Da gab es nämlich auch irgendeinen. Das war der nicht. Ist das der? Zu wem passt der? Ein Spannen. Kann es nicht, da habe ich ihn jetzt so konfiguriert. Ja, also. Der sieht so geil aus. Hat jetzt eine Frontpedale? Ja, dann kann ich jetzt Mähwerk verbinden. Nun, der hat doch. Ah, dann kann ich mir doch direkt den Ladewagen von dem gönnen. Egal, es geht ja hier nicht um Wirtschaft, es geht um etwas herzeigen. Ich weiß, ich bin ein bisschen hinten nach, aber ich habe es halt wirklich komplett verpennt. Oh, der Klaas Tego. Das ist jetzt nicht rein. Mieten. Dass wir halt so günstig bleiben, wie es mir geht, dass ich halt umso mehr zeigen kann. So, dann geht's ab zum Hof. Wenn ich wüsste, wo der wäre, wir müssen da jetzt irgendwie rechts und über den Fluss, okay. Ach, der ist halt so geil. Ich hätte so gerne dieses DLC am Kit. Also die Map ist jetzt zum ersten Mal so eine Hochhäuser, das ist jetzt zum Beispiel die Kleberei. Wir könnten uns ja mal kurz die Map anschauen. Da Käserei mache ich mal Markierung. Dann schauen wir uns die. Ah, da gibt es gleich so was. Oh. Das ist diese Schokoladenfabrik, glaube ich. Oder? Rechts von mir. Ja, hier Schokolade. Sehr cool. Ich sehe die Markierung nicht. Nach rechts und dann nach links. Ups. Oh. So, und jetzt noch einmal weiter durch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ah! Da! Das ist halt richtig geil. Man kann halt nicht reingehen. Das ist das einzige Blöde. Aber man kann hier richtig. Also man sieht es. Ich glaube, es geht in Richtung Produktion im LS21 und das finde ich sehr cool. Jetzt können wir diese Markierung aufheben. Und die Markierung. Hier eigentlich zum Farmhaus. Na. Ah, ich kann das nicht machen. Hm. Was? Also ich muss hier jetzt wieder zurückfahren. Nach links. Also irgendwie über. Zurück links und dann wieder. Okay, ist ja noch übersichtlich. Sehe ich noch alles an. Und da ist halt diese Schokoladenfabrik. Ja, ich muss da jetzt. Oh, das. Aber
der Kreisdruck ist viel schöner als wie auf der Facebook. Ich mag den gar nicht mit diesen Spielen. Ja, da geht's rüber. Das Coole ist an der Map, dass der Zug, der hier fährt, den kann man jetzt, der fährt jetzt nicht durch die Karte, sondern der fährt jetzt bis zu einer Grenze. Also das wäre jetzt, wo ist, fährt der Zug hier, fährt er bis darauf und hier entlang, also immer am Fluss und bis hierher, genau hier, Felsbrunn mit Rademühle. Immer wenn du den Zug dann dorthin fährst, dann steht dort, wir können es uns sehen. Dann, ich muss halt nur einstellen, in den Zug switchen, das habe ich immer aus. Wo ist diese Einstellung? Sollte irgendwo sein. So. In den Zug fällt ihn an. Und jetzt switchen wir da noch einmal. Da ist er. Genau. Und hier fahren wir gerade. Ist der von mir. Lob. Also richtig cool gemacht. Das ist halt der Felsbrunnenzug, aber trotzdem noch cool. Also ich finde, man erkennt gar keine andere Map. Also die wird wirklich auch was Cooles aufgebaut. Was halt sehr cool ist. Wenn wir jetzt hier herfahren. Also ich hoffe, du nimmst, ja, und dann hier die ganzen Signale, also so sehr schön auch. Und hier, oh, Stein, Stein, was heißt das? Wir sehen es hier jetzt schon. Gerade ist es nicht, da, hört ihr es? Also zum ersten Mal sind Ansagen auf so einem Bahnhof, also ich höre gerade eine Ansage und wir sehen hier, das ist meiner Meinung nach ein Design der ÖBB, was sie ein bisschen überarbeitet haben, aber trotzdem richtig geil dieser Bahnhof gemacht. Hier fährt auch noch die KI, dann haben wir hier ein paar Poster und sowas und du kannst halt mit dem Zug mitten durchfahren. Schon geil gemacht. Ich meine, noch cooler wäre es, wenn da steht, der Zug fährt durch, aber das wäre halt dann wieder zu viel des Guten. Und jetzt sollten wir es dann eh gleich haben und dann gehen wir wieder in unseren Hallöchen! Ja, grüß euch! Wie spät haben wir es? 18.50 Uhr. Gut, wir haben noch nicht. Da ist wieder ein Bahnübergang. Ah, da war ich sogar zu schnell. Und jetzt steht hier, der Zug wird nur nach Felsbrunn fahren und auf der anderen Seite der Karte zurückkommen. Genau, und da oben sieht, ich kann da jetzt nicht hinzoomen, am PC kann man das. Da oben fährt jetzt immer so ein Zug. Also cool gemacht und wir müssen jetzt wieder also in den Kollegen und zum Hofer. Ah, ich habe gerade auf den Chat geguckt. Ah, das fährt KI. Also wir haben hier Schweizer Marken. Ich glaube, das ist Rigitag ist Schweiz vom Namen her. Zumindest klingt es danach. Ah, wir haben hier sogar Butter. Nice. Das könnte sich sogar ausgehen. Ich nehme das mit. Ah, das nehme ich in Müll. Und dann kann ich grundsätzlich dann... ja, das ist das Standard-Silo, wie es jeder halt kennt. Hier, das ist ein schwarzer. Ja, schön. Also am PC sieht das wesentlich besser aus. Also ich freue mich. Hä? Ach so, weil der das nicht hat. Okay. Dann müssen wir das eh so lassen und wir bauen jetzt unsere Armee von Patronen für unsere Felder. So. Gehen. Hallo? Ach, die
gehört das ganz entlang der Straße. Also ab hier. Kann jetzt so, ah ja, mal Grasbrecke wächst und sowas. Richtig gut. Cool. Ach, die alten Elefanten. So, und da fahren wir ganz. Also man merkt schon, dass da mehr Physik im Boden ist. Also ich finde, bis jetzt ist das DLC 20 Euro ist dann schon wieder halt teuer, aber trotzdem noch geil genug für so ein DLC. Und ich finde, es ist endlich mal was Scheiß, weil das Knäberlein im Rückenberg war ein Blödsinn meiner Meinung nach, weil die Sachen gibt es nicht. Die sind halt jetzt nur von den neuen Hersteller gewesen. Das Kobo DLC war halt viel zu groß für die meisten Maps. Also für alle Maps, außer vielleicht 0,01% der Maps, die es in meiner Wahnsinn gibt, kann man die nutzen. Und jetzt ist einmal wieder sowas Kleines. Und ich finde, der Rigitag ist sehr schön und ist sehr geschmeidig. Also, dass ich sowas auf der Konsole habe, dass der jetzt so wackelt, das finde ich schon cool. Ah ja, hier ist die Absperrung. Also, bis hier ist unser Welt. Wann würde es dann in Monas gehen? 19:30 ungefähr. Ja, da hat er recht. Also, ab 19:30 ist dann der Monas dran. Spielt eh Phantom ja und ich meine Herbert, du kannst grundsätzlich mitspielen. Ach, die guten alten Alpen. Ich wohne ja in Österreich, wie es mein Name halt sagt. Und da ist es halt so geil, dass du auch mal eine Map hast, die schön gestaltet ist und dann noch in der fast, ich meine, nicht vor meiner Haustür, aber ich kenne es. Das fühlt sich halt richtig gut an, das Feeling. Ich finde, ist die Map, es ist mal wieder ein DLC, was sein Geld wert war, weil das Plantanimate, und wenn wir ehrlich sind, war nicht das Geld wert. Ich habe gerade eine Idee, wenn wir von Plantanimate reden, holen wir uns doch meinen Lieblingstraktor. Genau, der Klasse hat er. Da ist er. Da ist er, meine Damen und Herren. Ach, der ist so geil, ich habe ihn so vermisst. Panoramik, ich liebe dich. Oh, nee. Dann der nächste, mit dem wir das machen. Es wird jetzt halt sehr lange dauern, aber der fährt richtig schnell. Ich meine, die Arbeitsbreite ist halt wieder das Ding. Du fährst mit 2,50 Meter oder was das da ist, fährst du halt ewig lang. Ich bin noch nicht einmal eine Runde gekommen. Kommt zwar jetzt schon langsam hin zum Hof, aber dass du da wirklich den ganzen Ding abwissen kannst, du kriegst doch verdammt viel raus. Oh, 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 das wird jetzt etwas steil. So, etwas steil. So, und dann geht's dann wieder raus. Alter! Jetzt muss der kleine Camp in der Regie tragen. Ich habe euch ja den Trailer zu dem, Trailer. Ich habe euch den Link zu dem Trailer von diesem DLC in die Videobeschreibung auf YouTube gepackt. Auf Twitch gibt es ja keine Beschreibungen, aber egal. Das sollte mich nicht davon abhalten, dieses kleine DLC zu spielen. Also das wird jetzt so ein kleines Projekt auf YouTube. Also dass da hier und da mal ein paar Folgen gibt, dass wir am Ende halt die Map erkunden und die, so gut wie jedes Gerät einmal benutzt haben. Und dann bin ich eigentlich zufrieden und dann spiele ich es vielleicht hier und da mal noch. Schaut, das ist so ein Spiel, das ist halt richtig alten. Oh, wo bin ich jetzt hingefahren? Oh, oh, oh. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Und dann geht es da runter und da haben wir eh angefangen. Und dann geht es in die zweite Runde. Es regt halt so auf, dass du da keinen Helfer hast, oder? Nee. Man kann hier einen Helfer stellen. Wusste ich nicht. Ey, das regt. Bitte. Nein, oder? Wie gut ist der Helfer jetzt? Der bremst ab, weil er weiß, dass da auf dem Feld Bäume sind. Oh mein Gott. Oder? Ja, er dreht, weiß genau, wo die Begrenzung ist. Junge, scheint sich nicht. Das war das Beton ist besser wieder Blendhandel mit an. Und jetzt, eigentlich muss ich gleich mit dem machen. Oh, der Meter noch genug Sachen zum Tun. Junge, der fährt so gut seine Bahnen. Ich hätte aber als diese E-Ladestation, die schauen wir uns dann auch noch an.
Den brauche ich jetzt aber zum. Dann nehmen wir den alten. Johnny, Johnny, Depp, Depp, Johnny, Johnny, Depp, Depp. Ach, wei. Falsche Taste. Also, der Hof ist jetzt nicht der schönste. Sind wir uns alle ehrlich. Aber, sind uns alle ehrlich, aber gut gestaltet, besser sieht er auf der Felsbrunner, aber trotzdem hat er kein Meister gehört. Aber ich freue mich schon auf den Endes einer Zeit. Weil oft ist es ja dann so, dass da alle DLCs enthalten sind, die zum Vorgänger DLC. Und ich muss nämlich noch die Tür füttern. Deshalb möchte ich das mit dem Lindner machen, dann sind wir eben nachher weiter bei den 15 neuen Bildern. Das ist auch geil. Also eigentlich kannst du mittlerweile jetzt ewig mit dem DLC spielen. Oh, und der Fehler da richtig fort. Aber das ist ja, also er ist schon weiter. Lass mal den da noch kurz warten. Ups. Ich weiß nicht, ob man pressen soll oder. Grundsätzlich der Ladebank geht in dieses Silo, was wir da haben. Mag jetzt eben nicht. Dann müsste ich es verkaufen, also der Lade. Oder direkt reinschütten. Ich kann es ja machen, dass ich ein bisschen was einfach reinschütte und dann, wenn es voll ist, den Wagen in die Lade. Lade ist dann in der. Aber die Hallen, die passen nicht so. Hier Profi, hier ist Vertrauen.